bin die Maria, ich bin 71 Jahre alt und wir sind hier betroffen in Altenburg. Leider musste unser Haus abgerissen werden wegen Ölschaden. Und es stand also auch im Obergeschoss, ne? Also da hinten an dem Haus sehen Sie ja noch, die Höhe war von dem Wasser. Und es war nichts mehr zu retten, war in allen Wänden, in allen, überall drin. Wo es ja keiner zu schlimm wird, macht das Fenster auf, da kam dann Wasserschwall. So, aber mir ist wie so paralysiert, man hat das nicht registriert. Ich konnte zwar sehen, so es läuft ins Wohnzimmer rein, ne, ins Obergeschoss läuft, aber da habe ich mir auch nichts bei gedacht. Die Enkelkinder waren ja auch nicht betroffen, ne? Also die wohnten auch am Berg. Aber im Grunde genommen sage ich, das sind auch betroffene Kinder. Natürlich. Die hatten nichts mehr, wo sie spielen konnten. Nur, dass die keinen materiellen Schaden hatten, aber seelischen Schaden haben die auch erlebt.